Ja, was ist, machen wir jetzt? Oh, it's easy. Wir gehen jetzt auf das scheiß Ding da hoch. Und ich habe dreckig Höhenangst jetzt schon. Hier hoch. Sieht man das? Ja, fast nicht. Also das ist eine Hängebrücke. Genau, und da laufen wir jetzt einmal hoch. Let's go. Jetzt muss man nicht den ganzen Weg nach oben laufen, denn es gibt einen Schrägaufzug, den wir auch genutzt haben. Und der überwindet in circa 2,5 Minuten 110 Höhenmeter. Ja, ich will nicht mehr. Die Hängebrücke ist 114 Meter hoch und hat eine Spannweite von 406 Metern. Außerdem ist sie die weltweit längste Fußgängerhängebrücke im Tibet-Style und steht sogar im Guinness-Buch der Rekorde. Atomalarm! Weltkrieg! Oberhalb der Brücke steht die Burgruine Ehrenberg. Da haben wir natürlich auch noch einen kleinen Abstecher gemacht und anschließend sind wir dann auf unseren Zeltplatz gegangen. Da kommt noch einer. Weiter geht's. Okay. Und jetzt 1, 2, 3. Tunnel. Wenn man landet, wird es dunkel. Wenn man rastet, wieder hell. Tunnel. So, Bro, bist du ready? Gut, dann bauen wir jetzt mal das Zelt hier auf. Was sind Skills, Bro? Jo. Keine Heringe dabei, also nimmt man einen Ast. Das Praktische an diesem Campingplatz war, dass wir direkt vor dem Zelt einen Stromanschluss hatten, sodass wir unsere Kameras, Handys und elektrischen Geräte über Nacht laden konnten. Und am nächsten Morgen ging es dann ganz früh los zur nächsten Ausflugslocation. So, Freunde, so sieht unser Frühstück heute aus. Das sollte man vielleicht nicht gehen. Ja, wäre nicht schlecht, wenn man es davor halt so macht, sonst regnet es rein. Auf ins Abenteuer! Zu Ihrer Rechten sehen Sie einen Baum. Sehr sehenswürdig hier. In der Walachei gönnen wir uns mal. Moin, Muster! So, da es jetzt heute schon den ganzen Tag regnet und wir uns jetzt was zu essen kochen wollen, haben wir jetzt im Zelt hier drin
unsere tolle Kochstation aufgebaut. Und zwar ist es hier ein Gasbrenner auf unserem Koffer drauf. Und was gibt's heute, Bro? Regen, noch mehr Regen und noch mehr Regen. Was gibt's heute? Es gibt frische Nudeln. Ja. Es gibt Pesto. Ja. Und dann noch Würstchen. Nein, keine Würstchen. Warum nicht? Scheiß Rationierung, Alter, sind wir im Krieg oder was? Heute ist Veggie-Tag. Scheiß, Alter. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg zur Partnerklamm. Läuft ungefähr 20 Minuten durch die Klamm, also vom Kassenhaus bis zum südlichen Ausgang. Allerdings geht die Strecke nur in eine Richtung und auf dem Rückweg muss man sich auf einen längeren und anstrengenden Aufstieg gefasst machen. Also wir sind von der Partnachklamm bis zu unserem Ausgangspunkt über die Partnachalm ungefähr 2 Stunden gelaufen. Und gegen Abend haben wir dann noch einen Abstecher beim Eibsee gemacht, der auch nur 10 Minuten Autofahrt vom Campingplatz entfernt liegt. Und ich finde, der Eibsee ist zu Recht einer der schönsten Seen der Bayerischen Alpen. Das war dann auch schon unser letzter Abend auf dem Campingplatz, da sich durch den starken Regen gezeigt hat, dass unser Zelt an vielen Stellen undicht geworden ist. Deswegen haben wir uns dazu entschlossen, ja, das Zelt zu entsorgen und ein Ferienhaus zu buchen, um von dort aus unsere Tagesausflüge zu machen. Mehr dazu seht ihr im zweiten Teil des Abenteuers, also schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Ich vergesse es nur einmal im Jahr.